Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video beschäftigen wir uns mit den Grundlagen der Komponente Vertrieb im SAP-ERP-System. Was wir in diesem Video machen, ist folgendes. Ich werde Ihnen anhand des erweiterten Kundenauftragsprozesses unseres Beispielunternehmens Global Bike erläutern, welche Organisation, Stamm- und Bewegungsdaten es im SAP-ERP im Modul Vertrieb gibt. Wir werden uns die Organisationsdaten theoretisch anschauen, dann die Stamm- und insbesondere auch die Bewegungsdaten direkt im System. Und damit sollten Sie genug Wissen haben, um die Praktikumsaufgabe durchführen zu können. In den nachfolgenden Videos werden wir in die Basis, die wir in diesem Grundlagenvideo legen, weiter vertiefen. Zum Einstieg schauen wir uns als erstes die betrieblichen Aufgaben und Akteure in der Komponente Vertrieb an. Um was geht es hier? Der Begriff Vertrieb bezeichnet erstmal alle Strukturen oder betrieblichen Aufgaben und Abläufe, die mit dem Verkauf und Versand zusammenhängen. In SAP ERP sind diese Funktionen eben in der Komponente SD für Sales and Distribution zusammengefasst. Und SD, die Komponente SD, unterstützt dabei sowohl den Vertrieb von Waren, das ist das, was wir in unserem Beispielunternehmen auch sehen werden, als auch genauso den Vertrieb von Dienstleistungen. Das werden wir allerdings in unseren Praktikumsaufgaben nicht sehen. Wenn man sich so die Aufgaben im Vertrieb anguckt, dann kann man die ganz grob in zwei Bereiche aufteilen. Das sind zum einen die Vorverkaufsaktivitäten, alles das, was notwendig ist, bevor es zu einem Verkauf kommt, dann der eigentliche Verkauf und danach all die Funktionalitäten, die notwendig sind, um so einen Kundenauftrag abzuwickeln. Dazu gehört eine Verfügbarkeitsprüfung. Man muss sich eben prüfen, ob Materialien in ausreichender Menge zu einem gegebenen Zeitpunkt verfügbar sind. Es sind Funktionen zum Transport der Waren vom Lager zum Kunden. Die Kommissionierung der Waren im Lager spielt eine Rolle. Es gibt Funktionen, die sich mit dem Verpacken, Versand und insbesondere auch mit Zoll- und Außenhandel beschäftigen. Und schlussendlich dann eben auch eine Rechnungsstellung, Zahlungseingang und vielleicht weiterer Kundenservice für die verkauften Produkte. Man sieht an dieser Stelle schon, dass diese Funktionalitäten, die hier in der Komponente Vertrieb zusammengefügt sind, auch nicht unabhängig sind, sondern man erkennt hier schon wieder die Integration in einem ERP-System. Zum Beispiel ist für eine Rechnungsstellung eben Integration ins Finanzwesen notwendig. Genauso wie für einen Transport oder eine Verfügbarkeitsprüfung eine Integration mit der Materialwirtschaft notwendig ist. Wir werden uns mit einem Teil der Funktionalitäten aus der Komponente Vertrieb jetzt beschäftigen und das Ganze erfolgt anhand eines Kundenauftragsprozesses. Bevor wir uns den erweiterten Kundenauftragsprozess des Beispielunternehmens Global Bike anschauen, werfen wir jetzt als erstes einen Blick darauf, wie die Komponente SD im SAP-ERP-System organisiert ist. Ich habe Ihnen hier auf der linken Seite der Folie nochmal zusammengefasst, welche Funktionen wir auf der vorherigen Folie auch für den Vertrieb zugeordnet haben, sowas wie Verkauf, Versand, Fakturierung. Und Sie sehen, wenn wir im SAP-Menü den Bereich Vertrieb aufklappt, dass sich darunter auch genau diese Funktionen befinden. Da gibt es einen Ordner für den Versand und Transport, gibt es einen Ordner für die Fakturierung, für den eigentlichen Verkauf und es gibt auch ein Ordner für die Vertriebsunterstützung. Unterhalb dieser Ordner sind dann verschiedene Funktionen, verschiedene Anwendungen angeordnet. Die werden wir uns im Detail noch weiter anschauen. So. Als nächstes werfen wir jetzt einen Blick auf den erweiterten Kundenauftragsprozess des Unternehmens Global Bike. So, wie sieht der erweiterte Kundenauftragsprozess aus? Ich habe Ihnen hier ein BPMN-Diagramm, ein sehr einfaches BPMN-Diagramm des erweiterten Kundenauftragsprozesses dargestellt.
Warum erweiterter Kundenauftragsprozess? Dieser Prozess, den Sie später auch im Praktikum durchführen, enthält Teile, die nicht zum eigentlichen Kundenauftragsprozess gehören. Das ist zum Beispiel der Prozessschritt Kunden anlegen. Kunden anlegen wird man eigentlich nicht unbedingt zum Kundenauftragsprozess hinzuzählen, weil im Allgemeinen ein Kunde ja schon angelegt ist und zudem vielleicht verschiedene Aufträge angelegt werden. So, wie sieht jetzt dieser Prozess bei Global Bike aus? Der Prozess bei Global Bike sieht folgendermaßen aus. Der startet damit, dass ein Auftrag zu erfassen ist. Dann wird als erstes ein Kunde im System angelegt mit den notwendigen Informationen wie Name, Adresse und so weiter. Sobald ein Kunde vorhanden ist, kann zu diesem Kunden eine Kundenanfrage erstellt werden. Kundenanfrage ist ein Bewegungsdatum, das so eine erste initiale Information an den Kunden darstellt. Das ist noch kein Angebot, das ist noch nicht bindend, sondern es beantwortet erstmal nur eine Frage von dem Kunden. Im nächsten Schritt wird dann ein Kundenangebot angelegt. Dieses Kundenangebot bezieht sich dann auf die zuvor angelegte Kundenanfrage. Aus dem Angebot wird ein Auftrag erstellt. Zu dem Auftrag wird eine Auslieferung angelegt. Die Auslieferung ist das Bewegungsdatum, mit dem dann zum Beispiel auch das Kommissionieren der Waren dokumentiert wird. Die Ware wird versendet, es wird eine Rechnung erstellt, ein Zahlungseingang wird gebucht und dann ist dieser Kundenauftragsprozess bei Global Bike abgeschlossen. Wichtig ist an der Stelle zu verstehen, dass es sich dabei nur um eine mögliche Prozessvariante handelt. Es könnte hier ganz unterschiedliche Prozessvarianten geben. Das fängt eben zum Beispiel damit an, dass ich nicht zwangsläufig einen Kundenauftrag anlegen. Das fängt eben damit an, dass ich nicht zwangsläufig einen Kunden anlegen muss. Vielleicht gibt es den Kunden schon im System. Außerdem muss der Einstieg auch nicht zwangsläufig mit einer Kundenanfrage sein, aus der ein Angebot angelegt wird. Ich kann, das werde ich Ihnen später auch zeigen, auch direkt einen Kundenauftrag anlegen. Ja. Ein weiterer Punkt ist, dass an dieser Stelle der Prozess natürlich auch sehr einfach gestaltet ist. Es ist ja durchaus auch möglich, dass zum Beispiel so ein Angebotsschritt hier mehrfach durchlaufen wird. Dass der Kunde eben nochmal ein neues Angebot wünscht, dass mehrere Angebote angelegt werden. Alles das sieht man in diesem erweiterten Kundenauftragsprozess nicht. Mögliche Prozessvarianten werden wir aber gleich auch nochmal besprechen. So, wie ich das in der ersten Vorlesung schon angekündigt habe, gucken wir uns in jedem Modul als erstes diesen Dreiklang aus den Organisationsdaten, Stamm- und Bewegungsdaten an. So, alles das, was ich Ihnen jetzt erzählen werde, finden Sie auch auf den Folien, die ich im Ilias zur Verfügung gestellt habe, auch nochmal detaillierter beschrieben. Ich werde das aber hier mit Ihnen so auf diesem Miro-Board erarbeiten. Das Erste, was wir uns jetzt überlegen, ist, was gibt es an Organisationsdaten? Was ich da auch machen werde, ich werde direkt die SAP-spezifischen Begriffe verwenden. Manche der Begriffe werden Ihnen geläufig sein. Es gibt andere Begriffe, die haben Sie vorher noch nicht gehört. Am Ende des Semesters werden die Ihnen aber auch genauso geläufig sein. So. Was benötigen wir für Organisationsdaten, um so einen Kundenprozess durchzuführen, so einen Kundenauftragsprozess? Die oberste Ebene der Organisationsdaten ist der sogenannte Mandant. Der Mandant stellt die Abbildung von einem Konzern oder von einem Unternehmen dar. Rein technisch ist ein Mandant die Möglichkeit, in einem ERP-System, in einem SAP-ERP-System, verschiedenste Unternehmen abzubilden. Wenn Sie sich daran erinnern, ans erste Praktikum, da haben Sie den Mandant sogar schon mal gesehen. Sie mussten beim Einloggen eine Mandantennummer angeben. Gegebenenfalls war die schon vorausgefüllt, dann mussten Sie das nicht mehr von Hand tun, aber beim Einloggen müssen Sie immer eine Mandantennummer auswählen. In unserem Beispielsystem ist das der Mandant 230. Prinzipiell können da 999 verschiedene Mandanten in so einem SAP-ERP-System sein. Bei unserem Beispielsystem wird das eben dazu genutzt, zum Beispiel unterschiedliche Universitäten auf dem gleichen System Vorlesungen durchführen zu lassen.
Ja, aber in der Realität könnte man das eben so verwenden, um auch unterschiedliche Unternehmen, die komplett voneinander getrennt sind, in einem SAP-System zu verwalten. Also der Mandant ist eben zur Abbildung von einem Konzern, von einem ganzen Unternehmen gedacht und stellt die höchste Ebene der Organisationsdaten in SAP ERP dar. Unterhalb des Mandanten gibt es den Buchungskreis. In jedem Mandanten können mehrere Buchungskreise vorhanden sein. Der Buchungskreis ist das Organisationsdatum, auf dem ich eine abgeschlossene Finanzbuchhaltung zur Verfügung habe. Und das kann ich zum Beispiel verwenden, um Tochterunternehmen darzustellen in einem SAP-System. Genauso ist das bei uns auch gemacht in diesem Beispielunternehmen. Dort gibt es den Global Bike Konzern mit den beiden Töchtern Global Bike USA und Global Bike Germany. Und Global Bike USA und Global Bike Germany sind eben als Buchungskreise dargestellt. Und zwischen Mandant und Buchungskreis besteht so eine 1-zu-N-Verbindung. Also einem Mandant können mehrere Buchungskreise zugeordnet sein, aber jeder Buchungskreis befindet sich immer genau in einem Mandanten. Was brauche ich denn noch an Organisationsdaten, um so einen Kundenauftragsprozess durchzuführen? Wir brauchen irgendwie Standorte, Werke. Wir werden sehen, es gibt unterschiedliche Werke, es gibt Vertriebswerke, es gibt Produktionswerke. Also ich brauche die Standorte des Unternehmens und in diesen Standorten gibt es zum Beispiel Lagerorte, an denen Waren gelagert werden. Außerdem werden wir auch noch sehen, es gibt noch Organisationsdaten, die dafür da sind, den Vertrieb zu organisieren, sowas wie eine Sparte oder auch eine Verkaufsorganisation. Die werde ich Ihnen gleich nochmal im Detail erläutern. Überlegen wir uns jetzt als nächstes, was gibt es an Stammdaten? Im Kundenauftragsprozess, das wichtigste Stammdatum ist der Kunde oder Debitor. Also den Begriff werden wir hier in dem Kontext beide verwenden, sowohl Kunde oder Debitor. Kunde ist eher die Sicht Vertrieb, Debitor ist eher die Sicht im Finanzwesen. Von daher sind die so ein bisschen austauschbar an dieser Stelle. Außerdem brauchen wir die Materialien, die Waren, die an Kunden verkauft werden. Da werden wir sehen, Global Bike hat verschiedene Arten von Materialien. Es gibt eben Produkte, die hergestellt werden und es gibt Handelswaren. Zu den Materialien gibt es irgendwelche Konditionen. Konditionen legen fest, zu welchen Konditionen eben Materialien an Kunden verkauft werden. Da kann ich sehr detailliert drin aufschlüsseln, die Preise, die ein bestimmter Kunde bekommt, welche Rabatte möglich sind, ob es Staffelpreise gibt und so weiter, werden wir noch sehen. Dann gibt es noch die Nachrichtenstammdaten. Die Nachrichtenstammdaten sind für den Nachrichtenaustausch zwischen Unternehmen zuständig. Das werden wir auch noch ganz kurz sehen. Fehlen noch die Bewegungsdaten. Eine Vielzahl der Bewegungsdaten sehen wir schon in unserem erweiterten Kundenauftragsprozess. Da gibt es sowas wie ein Angebot, da gibt es einen Auftrag, da gibt es eine Auslieferung, ja, es gibt einen Warenausgang oder es gibt eine Rechnung. All das sind Bewegungsdaten, die in der Komponente SD verwendet werden. In den Folien schauen wir uns gleich nochmal die Organisationsdaten im Detail an. Die Stammdaten und die Bewegungsdaten werde ich Ihnen hauptsächlich im SAP-ERP-System zeigen. Bevor wir allerdings das tun, gucken wir uns jetzt noch eine Möglichkeit der Prozessvarianten an. Ich habe gerade schon angedeutet, dass dieser Kundenauftragsprozess, den wir hier sehen, dieser erweiterte Kundenauftragsprozess hier oben, nur eine mögliche Variante ist. Ja, man kann zum Beispiel sich überlegen, dass es verschiedene Einstiegspunkte gibt, dass mehrfach Kundenangebote angelegt werden. Ich habe hier auch nochmal eine Grafik mit verschiedenen weiteren Prozessvarianten dargestellt. Also, was ist möglich? Ja? Wir sehen jetzt hier das Ende des Prozesses, wie es im erweiterten Kundenauftragsprozess von Global Bike verwendet wird. Eine Ware wird versendet, eine Rechnung wird geschrieben, Zahlungseingang wird gebucht. Ja? Auch da kann es natürlich wieder Varianten geben.
Es wird nicht vollständig bezahlt, es wird zu spät gezahlt, es kommt eine Mahnung. Alles das habe ich jetzt hier in diesen BPMN-Modellen nicht hinterlegt. Aber mögliche Varianten sind zum Beispiel auch sowas. Teilrechnung. Es wird eine Teilrechnung erstellt. Erst wenn diese Teilrechnung bezahlt wurde, werden die Waren versendet, dann wird eine Rechnung über den Restbetrag erstellt und dann, erst wenn der Restbetrag bezahlt wurde, ist der Prozess beendet. Oder es ist natürlich auch möglich, den Prozess komplett umzudrehen, dass ich zuerst eine komplette Bezahlung möchte von meinem Kunden und dass nachdem der Zahlungseingang gebucht ist, erst die Ware versendet wird. All diese Prozessvarianten und noch eine Vielzahl mehr sind in SAP ERP natürlich möglich. So. Schauen wir uns jetzt die Details zu den Organisationsdaten an. Das erste ist der Mandant und der Buchungskreis. Das hatte ich Ihnen gerade schon in dem Whiteboard erläutert. Der Mandant stellt die größte Organisationseinheit in SAP ERP dar, häufig ein Konzern oder eine Muttergesellschaft. Die nächste Hierarchieebene darunter ist eben der Buchungskreis und der Buchungskreis ist die Organisationseinheit, auf der ich eine abgeschlossene Finanzbuchhaltung habe. Das heißt, auf dieser Ebene kann ich zu jedem Zeitpunkt eben zum Beispiel eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellen. Und bei Global Bike wird der Buchungskreis genutzt, um die beiden Tochtergesellschaften, nämlich Global Bike Incorporated und Global Bike Germany, abzubilden. So, das haben wir gerade schon erläutert, deshalb gehe ich da relativ schnell drüber hinweg. Ein weiteres Organisationsdatum, das ich eben nicht erwähnt habe, ist der Kreditkontrollbereich. Der Kreditkontrollbereich kann dafür verwendet werden, Kunden Kreditlinien einzuräumen. Das bedeutet, dass ein Kunde ein bestimmtes Limit hat für die Summe der offenen Forderungen. Das heißt, wenn ich einen Kunden habe, der eine bestimmte Menge offener Forderungen hat, dann kann der vielleicht nicht mehr neue Waren bestellen. Und ich kann da individuell für die verschiedenen Kunden eben Grenzen setzen. Diesen Kreditkontrollbereich, der kann auf verschiedenen Ebenen erfolgen. Bei Global Bike ist der Kreditkontrollbereich buchungskreisübergreifend. Der könnte aber auch individuell für die einzelnen Buchungskreise sein. Den Kreditkontrollbereich werden wir aber nicht sehen im Rahmen des Praktikums. Von daher gehen wir jetzt auch darüber relativ schnell hinweg. Rein der Vollständigkeit halber wissen Sie aber jetzt, dass es diesen gibt. So. Wie ist der Vertrieb jetzt weiter organisiert bei Global Bike? Bei Global Bike gibt es unterhalb der Buchungskreise die verschiedenen Verkaufsorganisationen. Und das ist eben auch das nächste Organisationsdatum in der Komponente Vertrieb. Über die Verkaufsorganisation ist abgebildet, wie der Verkauf organisatorisch organisiert ist. Ja, grundsätzlich brauche ich mindestens eine Verkaufsorganisation. Bei unserem Beispielunternehmen Global Bike gibt es jetzt zwei Verkaufsorganisationen jeweils in den Buchungskreisen, nämlich US West und US East, beziehungsweise Deutschland Nord und Deutschland Süd. Ja, und damit soll so ein bisschen gezeigt werden, wie eben die Vertriebsbereiche aufgeteilt sind. Ich habe Ihnen hier jetzt mal eine Karte dazu auch mitgebracht, dass ich so ein bisschen auch besser vorstellen können, wie das Beispielunternehmen aufgebaut ist. Da sieht man eben die zwei Vertriebsbereiche in den USA. Hier gibt es einmal USA West und USA East. Man sieht insbesondere auch die Standorte der Kunden. Es gibt hier zum Beispiel Rocky Mountain Bikes und anhand der Farbe erkennen Sie, dass das der Verkaufsorganisation US West zugeordnet ist. Und man hat hier auch noch markiert, wo die verschiedenen Werke des Unternehmens Global Bike in den USA sind. Genauso ist das für die deutschen Vertriebsorganisation gemacht. Die ist jetzt eben nicht West-Ost, sondern Nord und Süd aufgeteilt. Ja. Und auch hier sind jetzt die verschiedenen Standorte der Kunden dargestellt, sowie die Standorte von Global Bike. Also so ist es ein bisschen transparenter für Sie, wie dieses fiktive Unternehmen in der Realität aussehen würde. Schlussendlich heißt das, wir haben in unserem Beispielunternehmen vier Vertriebsregionen. Diese Vertriebsregionen werden jetzt weiter aufgeschlüsselt.
Es gibt die Vertriebsbereiche, Vertriebslinien und Sparten, die zusammen die Strukturierung des Vertriebs bei dem Beispielunternehmen bilden. Als erstes der Vertriebsweg. Der Vertriebsweg bezeichnet unterschiedliche Distributionskanäle. Das kann zum Beispiel sowas sein wie Direktverkauf an Endkunden oder Verkauf über einen Großhandel. Wenn man jetzt den Verkaufsorganisationen einen Vertriebsweg kombiniert, erhält man die Vertriebslinie. Eine Vertriebslinie in SAP ERP kann für mehrere Werke tätig sein und stellt eben genau diese Kombination dar. Und zusätzlich dazu kann ich dann noch die Sparte in Verbindung bringen. Die Sparte stellt eine Gruppierung von Waren oder Dienstleistungen dar, also zum Beispiel sowas wie Fahrräder und Zubehör in unserem Beispielunternehmen. Und wenn ich jetzt den Vertriebsweg, die Vertriebslinie und die Sparte in Beziehung setze, dann erhalte ich den Vertriebsbereich. In dieser Grafik hier in der Folie ist das jetzt alles auch mal in Kombination gezeigt. Also alles das, was wir uns gerade an Organisationsdaten erarbeitet haben. Es gibt hier den Mandanten, Kreditkontrollbereich, Buchungskreis und Verkaufsorganisation. Unterhalb der Verkaufsorganisation gibt es zum einen die verschiedenen Vertriebswege, zum Beispiel Internet und Großhandel. Es gibt die unterschiedlichen Sparten, die hier dargestellt sind, spartenübergreifend Fahrräder und Zubehör. Und daraus ergeben sich dann die unterschiedlichen Vertriebsbereiche. Zum Beispiel dieser Vertriebsbereich hier, das ist der Vertriebsbereich US East im Großhandel in der Sparte spartenübergreifend. Oder hier haben wir den Vertriebsbereich Deutschland Süd Großhandel Zubehör. So. An der Stelle mache ich jetzt nochmal einen Schritt zurück zu der Sparte. Wir sehen hier, es gibt drei Sparten in unserem Beispielunternehmen. Fahrräder, Zubehör und spartenübergreifend. Warum gibt es diese drei? Es hat damit zu tun, dass in einem Auftrag, in einem Kundenauftrag immer nur Materialien aus einer Sparte enthalten sein können. Das ist eine Eigenschaft von SAP ERP. Und das führt natürlich dazu, dass wenn jetzt ein Kunde zum Beispiel Fahrräder und Helme bestellt, Fahrräder gehören im Beispielunternehmen zu der Sparte Bikes, Fahrräder. Helme gehören zu der Sparte Accessories, Zubehör. Die könnte ich nicht in einen einzelnen Kundenauftrag packen. So, und damit das trotzdem möglich ist, gibt es auch noch die Sparte spartenübergreifend. In dieser Sparte ist es dann möglich, eben Materialien aus den beiden anderen Sparten zu kombinieren. Also ich kann in einem Kundenauftrag, der die Sparte spartenübergreifend hat, Fahrräder und auch Zubehör zusammenpacken. Es kommt häufig hier an der Stelle zu einem Missverständnis, dass man denkt, spartenübergreifend wäre irgendwie die Kombination aus Fahrrädern und Zubehör. Das ist auch wieder nur eine eigene Sparte, die eine bestimmte Bezeichnung hat, spartenübergreifend. Die könnte aber auch genauso gut XYZ heißen. Es ist aber so, dass die Materialien dann eben später diesen Sparten zugeordnet sind und die Fahrräder sind eben den Sparten BI und spartenübergreifend zugeordnet. Dieses Ganze, was ich Ihnen gerade erklärt habe, ist hier auch nochmal in textueller Form in den Folien erklärt. Also da ist diese Geschichte, dass ein Kundenauftrag immer nur genau einer Sparte zugeordnet sein kann, nochmal erklärt. Was jetzt noch fehlt, sind die Organisationsdaten, die die Standorte eines Unternehmens abbilden. Der Standort eines Unternehmens wird in SAP ERP als Werk abgebildet. Werke können in SAP ERP-Systemen unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Das können Werke zur sein. Werke können in SAP ERP unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Das können Werke sein, an denen eine Fertigung erfolgt. Es können Werke sein, an denen eine Beschaffung erfolgt oder auch eine Disposition oder Wartung. In unserem Beispielunternehmen Global Bike gibt es 5 Standorte, 3 Standorte in den USA, in Dallas, San Diego und Miami und 2 Standorte in Deutschland, Heidelberg und Hamburg.
Zu jedem dieser 5 Standorte ist in SAP ERP ein Werk angelegt. Und diese Werke sind insbesondere Auslieferungswerke. Das heißt, dass aus diesen Werken Materialien an Kunden versendet werden können. Den Aufbau sieht man jetzt einmal hier in der Grafik auf der rechten Seite. In dieser Grafik. Da erkennen Sie, dass unterhalb des Buchungskreises, hier jetzt der Ausschnitt für die USA, die 3 Werke Dallas, San Diego und Miami angelegt wurden. Die Bestandsverwaltung innerhalb der Werke erfolgt auf der Ebene von Lagerorten. Also Lagerorte bilden die unterste Ebene der Bestandsverwaltung ab. Auf der Ebene des Lagerorts kann ich unterscheiden, wie große Menge von einem bestimmten Material verfügbar ist. Das ist dann richtig, wenn Warehouse Management nicht aktiv ist. Das werden wir noch sehen, relativ am Ende, dass mit Warehouse Management noch so eine Funktionalität zur Verfügung steht, mit der man sehr detaillierte Lagerprozesse abbilden kann. Hier am Anfang werden wir nur mit den Lagerorten arbeiten. Dort sind eben so spezielle Lagerprozesse, wie zum Beispiel eine Inventur oder Transport innerhalb von einem Lager nicht abgedeckt. So. Für uns ist es eben relevant, dass Lagerorte die unterste Ebene der Bestandsverwaltung bilden, also auf Ebene der Lagerorte erfolgt eine Bestandsführung. Wenn wir uns jetzt diese Grafik hier nochmal angucken, dann erkennen Sie, dass in San Diego und Miami es jeweils 3 Lagerorte gibt, nämlich Handelswaren, Fertigerzeugnisse und sonstige. Demgegenüber gibt es in Dallas jedoch 4 Lagerorte, Rohstoffe, Halbfabrikate, Fertigerzeugnisse und sonstiges. Das ist einfach dem geschuldet, dass sich bei den Werken in San Diego und Miami ausschließlich um Auslieferungswerke handelt. Von dort werden nur Waren versendet, dort erfolgt keine Produktion. Deshalb brauche ich eben Lagerorte für die Handelswaren und die Fertigerzeugnisse. In Dallas hingegen wird produziert, deshalb werden Rohstoffe und Halbfabrikate benötigt und entsprechend sind diese dann auch als Lagerorte abgebildet. Also es gibt einen Lagerort, an dem Rohstoffe gelagert werden können. So, damit sind wir jetzt einmal durch den Block der Organisationsdaten in der Komponente Vertrieb des SAP ERP durch. Wir haben gesehen, welche Organisationsdaten benötigt werden, um die Struktur eines Unternehmens für den Vertrieb abzubilden. Als nächstes schauen wir uns jetzt die Stammdaten an. Das machen wir aber hauptsächlich im ERP-System und nicht mehr so stark auf Folien. So, als nächstes schauen wir uns jetzt die Stammdaten in der Komponente Vertrieb an. Im ILIAS habe ich Ihnen dazu Folien hochgeladen. Die Folien enthalten eine ganze Reihe von Screenshots zu den verschiedenen Stammdatenobjekten, wie die im SAP-System aussehen. Ich werde das allerdings jetzt nicht anhand der Folien machen, sondern werde Ihnen die Stammdaten direkt im SAP-System erklären. Das ist einfach besser darzustellen, als wenn ich Ihnen einfach nur Bilder auf den Folien zeige. Außerdem kann ich Ihnen dann auch noch so ein paar Dinge links und rechts davon zeigen, die auf Folien sehr schwer zu erklären sind. So, womit starten wir? Wir starten mit dem Kunden oder dem Debitor. Ich wechsle mal mein SAP-System. Ich habe mich hier schon eingeloggt und als erstes navigieren wir jetzt im Navigationsbaum zu den entsprechenden Transaktionen. Wo finden wir die Stammdaten für den Vertrieb? Die finden wir unterhalb des Knotens Logistik. Da gibt es den Knoten Vertrieb und da gibt es den Knoten Stammdaten. Ja, und unterhalb der Stammdaten gibt es den Geschäftspartner. Ich klappe das nochmal zu. Unter dem Geschäftspartner gibt es eben wieder verschiedene Geschäftspartnerobjekte. Wir gucken uns jetzt nur den Kunden an. Und unterhalb des Kunden gibt es jetzt verschiedene Ordner, nämlich das Anlegen, das Ändern und das Anzeigen von Kunden. Wenn wir jetzt einen dieser Ordner aufklappen, oder machen wir gleich mal 2, Anlegen und Ändern, dann sehen Sie, die enthalten 2 Transaktionen. Das ist einmal die Transaktion
Anlegen Kunde Vertrieb und einmal die Transaktion Anlegen Kunde Gesamt bzw. Ändern Kunde Vertrieb und Ändern Kunde Gesamt. Was da der Hintergrund ist, erzähle ich Ihnen gleich noch. Bevor wir jetzt aber darauf weiter eingehen, möchte ich Ihnen eine Eigenschaft zeigen, die eigentlich quer durch das SAP-ERP-System funktioniert, nämlich, dass die Transaktionscode alle sehr ähnlich benannt sind. Wenn wir uns jetzt den Debitor angucken, dann erkennen Sie da, dass das Anlegen des Debitors mit dem 01 endet, das Ändern mit 02 und das Anzeigen mit 03. Also Sie müssen sich gar nicht den kompletten Transaktionscode merken, wenn Sie wissen, dass der Debitor oder der Kunde mit VD oder XD bearbeitet wird, dann können Sie direkt ableiten, dass 01 anlegen, 02 ändern, 03 anzeigen ist. So, und das funktioniert quer über die Objekte hinweg, das zeige ich Ihnen mal. Wenn wir jetzt nicht den Debitor, sondern den Kreditor angucken, dafür verwenden wir mal XK, also übergreifende Daten des Kreditors, und wir wollen ändern, also die 02. Und Sie sehen direkt, ich bin jetzt in der Transaktion Kreditor ändern. Ja, also diese Nomenklatur, die ist sehr konsistent durchgezogen im SAP-System. Aber gucken wir uns mal noch andere Stammdaten an, zum Beispiel die Nachrichtenstammdaten für den Versand. Auch da sehen Sie, dass das Anlegen die 1 ist, das Ändern die 2 und das Anzeigen die 3. Und das trifft sogar nicht nur Stammdatenobjekte, sondern das trifft auch für Bewegungsdaten zu. Wenn ich zum Beispiel einen Vertriebsauftrag anlegen möchte, dann mache ich das mit der VA01. Vertrieb, Auftrag 01, anlegen. Wenn ich den nur anzeigen möchte, dann ist das V, Vertrieb, Auftrag 03, das Anzeigen. Ja, und damit können Sie sich schon so ein Stück weit weiterhelfen, wenn Sie zumindest den Start der Transaktion sich gemerkt haben, dann können Sie über dieses Ende 1, 2 oder 3 sehr schnell ableiten, ob es die Transaktion zum Anlegen ändern oder anzeigen ist. Was Ihnen vielleicht aufgefallen ist, es gibt hier keinen Ordner Kunde löschen. Das ist mit Absicht so. Sie können fast keine Objekte in einem ERP-System löschen. Das hängt einfach damit zusammen, weil im allgemeinen Fall dann natürlich irgendein Prozess gelaufen ist, irgendwelche Buchungen auf Konten erfolgt sind, dann können Sie das Objekt nicht einfach löschen. Dann hätten Sie unkonsistente Daten in der Datenbank. Um etwas zu löschen, muss man üblicherweise eine Stornierungstransaktion durchführen. Dazu werden wir allerdings noch kommen. Das ist übrigens auch eine ganz häufige Frage, die ich immer wieder im Praktikum bekomme. Dann komme ich eine Mail mit der Frage, ich habe hier einen Fehler gemacht, können Sie den Beleg einfach löschen? Nein, kann ich nicht, das funktioniert nicht. Sie müssen dann entweder stornieren oder einfach nochmal neu anfangen. Ja, so können Sie Fehler beheben. Und das ist auch nicht schlimm, wenn Sie einen Fehler im Praktikum machen, trauen Sie sich das ruhig. Ja, wir werden den von Ihnen am besten bearbeiteten Prozess bewerten. So. Starten wir mal mit dem Anzeigen vom Kunden. Ja. Und als erstes gucken wir uns die unterschiedlichen Transaktionen an. Wir fangen mal an mit dem Anzeigen Kunden für Vertrieb. Ja, Sie sehen, jetzt kommt hier so ein Auswahlbildschirm. Jetzt kann ich mir hier auswählen, welche Kunden ich gern sehen würde. Wenn ich jetzt einfach mal auf Suchen klicke, sehen Sie, ich bekomme hier 500 Einträge, glaube ich, angezeigt und vor allem erkennen Sie, dass die alle irgendwie gleich heißen. Es gibt hier Motown Bikes, immer nur Motown Bikes. Wenn ich jetzt hier weiter scrolle, finden wir 500 Einträge Motown Bikes. Wo kommt das her? Das SAP-System hier, das wir im Praktikum verwenden, ist so aufgebaut, dass Sie als Studierende, die in dem System arbeiten, sich möglichst wenig gegenseitig in die Quere kommen. Von daher gibt es alle Stammdatenobjekte jeweils in 1000 Kopien. Ja, jeder von Ihnen hat sozusagen eine eigene Kopie des gleichen Stammdatenobjektes. Die Unterscheidung, welches dieser Stammdatenobjekte das ist, das Sie verwenden sollen, erfolgt über den Suchbegriff. Ja, das zeige ich Ihnen jetzt nochmal. Ich gehe nochmal hier in die Suche rein. Erinnern sich,
Sie haben ein Login, das irgendwie learn gefolgt von drei Zahlen ist. Ich werde jetzt immer die 000 verwenden, learn 000, dann ist der Suchbegriff 000. Wenn ich jetzt hier den Suchbegriff einfüge beim Debitor und die Suche erneut ausführe, dann sehen Sie, dass ich jetzt nur noch 24 Einträge bekomme. Und das sind genau die 24 Einträge meiner Debitoren, die für den Kunden, die für den Studenten mit dem User Learn 000 reserviert sind. Ja, das sind immer die gleichen. Das ist irgendwie Drahtesel aus Leipzig, Red Light aus Hamburg oder Peach Bikes aus Atlanta. Und wenn ich jetzt einen anderen Suchbegriff einfüge, zum Beispiel die Kunden von James Bond, dann stellen Sie fest, das sind wieder genau die gleichen. Ja. Es gibt eben die gleiche Nomenklatur von Leipzig bis Chicago, aber das ist jetzt ein eigenes Objekt. Also eine Änderung an diesem Kunden, an diesem Debitor, der die Debitorennummer 18007 hat, führt nicht zu einer Änderung an einem der anderen 1000 Debitoren. Und so hat jeder von Ihnen eben jeweils die Stammdatenobjekte individuell und Sie können so die Praktikumsaufgaben bearbeiten, ohne sich gegenseitig in die Quere zu kommen. So. Ich nehme jetzt für die Demo mal die Beantown Bikes, Kundennummer 5000. Wir haben jetzt gerade gesehen, ich habe nichts weiter ausgewählt, dann bekomme ich die allgemeinen Daten zu dem Geschäftspartner angezeigt. Da gehört sowas dazu wie den Namen und die Anrede, die Adresse oder eben auch der Suchbegriff, über den die oder eben auch der Suchbegriff, über den die Stammdatenobjekte in unserem Beispielsystem voneinander getrennt sind. Ja, unter Steuerungsdaten findet man bestimmte Informationen, ja, die Prozesse steuern. Das hat nicht unbedingt was jetzt mit Steuer zu tun. Marketing- und Exportdaten sind in unserem Beispielsystem meist immer leer. Die werden wir nicht verwenden. Wenn ich jetzt allerdings den Vertriebsbereich auswähle, werden Sie sehen, ich bekomme zusätzliche Informationen. Ich klicke jetzt hier mal auf Vertriebsbereiche des Debitors. Dann werden mir die Vertriebsbereiche, für die dieser Debitor angelegt ist, angezeigt. Sie sehen, das ist hier im Großhandel USA Ost jeweils Zubehör und Fahrräder. Ich wähle jetzt einfach mal den unteren aus, ist eigentlich egal. Und wenn ich jetzt den Kunden anzeige, sehen Sie, ich bin jetzt in den Vertriebsbereichsdaten gelandet. Ich sehe hier jetzt andere Daten. Da ist zum Beispiel jetzt sowas wie die Währung, die im Auftrag verwendet wurde, hinterlegt. Oder ich habe sowas wie Zahlungsbedingungen. Und das ist eben abhängig vom Vertriebsbereich. Ein Kunde kann in verschiedenen Vertriebsbereichen angelegt sein und eben da unterschiedliche Zahlungsbedingungen haben. Ja, unterschiedliche Versandinformationen, sowas wie eine Versandpriorität oder das Auslieferungswerk, aus dem ausgeliefert wird. Über diesen Knopf komme ich wieder zu den allgemeinen Daten. Ja, Sie sehen, so ein Stammdatenobjekt wie ein Kunde zum Beispiel hat verschiedene Datenbereiche, abhängig von den Organisationsdaten. Ja. Und wenn wir jetzt hier einen anderen Vertriebsbereich wählen würden, würden wir andere Daten sehen. Das wird gleich auch nochmal relevant. Das wird bei allen Stammdatenobjekten relevant werden, weil diese Vertriebsbereiche oder insbesondere die Datenbereiche, die in Verbindung stehen mit Organisationsdaten, jeweils individuell angelegt werden müssen. So, jetzt gucken wir uns diesen gleichen Kunden nochmal an in der Transaktion XD03 und zwar gesamt. Was wir da sehen, es gibt noch ein zusätzliches Feld, den Buchungskreis. Wenn wir das jetzt auswählen, dann finden wir hier einfach einen zusätzlichen Reiter. Es gibt jetzt neben den allgemeinen Daten und den Vertriebsbereichsdaten, sehen wir jetzt hier auch noch die Buchungskreisdaten. Und in den Buchungskreisdaten sind insbesondere solche Themen hinterlegt wie das Abstimmkonto. Was hinter dem Abstimmkonto steckt, werden wir noch sehen im Detail. An dieser Stelle sei nur gesagt, das ist die Integration zwischen dem Nebenbuchkonto des Debitors und dem Hauptbuch. Werden wir noch im Detail anschauen.
Ja, und hier gibt es nochmal weitere Informationen, sowas wie Zahlungsverkehr oder Korrespondenz, ja, die jetzt eben auf dieser Ebene vom Buchungskreis abhängen. Also was Sie sehen ist, wenn ich mir so einen Debitor angucke, da hat er verschiedene Bereiche, verschiedene Sichten. Manche Daten finde ich auf mehreren Sichten, aber es gibt eben Daten, die jeweils für eine Sicht spezifisch sind und insbesondere abhängen von den ausgewählten Organisationsdaten. So, und das wird insbesondere dann relevant, wenn wir einen Geschäftspartner ändern oder anlegen wollen. Ja. Wenn ich jetzt einen Geschäftspartner anlege, ich mache das jetzt einfach mal, dann muss ich auswählen, in welchen Bereichen der Organisation der angelegt wird, für welchen Buchungskreis und für welchen Vertriebsbereich. Ja, ich werde jetzt das einfach mal in Deutschland machen. Ja, in Deutschland gibt es andere Vertriebsbereiche. Wenn ich jetzt hier auf Vertriebsbereiche des Debitors klicke, gibt es noch keine. Suche ich mir mal alle Vertriebsbereiche und nehme dann Deutschland Süd und Fahrräder, diesen Vertriebsbereich. So, und ich lege jetzt einfach einen neuen Debitor an. Oh, ich muss noch eine Kontengruppe angeben. Ich brauche hier noch ein zusätzliches Feld. Wo ist das? Genau, das ist hier. Ich muss noch sagen, dass sich dabei um einen Auftraggeber handelt. So, und jetzt kann ich dem einen Namen geben. Ich nenne den mal Demo-Vorlesung, dass wir den später wieder identifizieren können. Ich gebe den Suchbegriff 000. Jetzt muss ich noch das Land eingeben. Sie sehen, bei dem Anlegen sind Pflichtfelder immer durch so einen Stern gekennzeichnet. Also diese Felder muss ich ausfüllen. Falls ich das vergessen sollte und einfach Enter drücke, dann wird automatisch auch der Cursor in das Feld gesetzt, das noch nicht ausgefüllt ist, das ich ausfüllen muss. Jetzt finde ich hier noch das Land.de ein. Und dann sollte das schon möglich sein, den Kunden anzulegen. Genau, jetzt habe ich keine Fehlermeldung mehr. Jetzt können die speichern. Ich kann jetzt noch weitere Daten füllen. Ich könnte die Vertriebsbereichsdaten anpassen oder die Buchungskreisdaten. Ja, das machen wir jetzt an dieser Stelle nicht. Doch, die Buchungskreisdaten müssen wir anpassen. Da müssen wir dieses Konto eingeben. Und jetzt kann ich den Debitor speichern. Ach, eine Stelle fehlt noch. Sie sehen genau das, was ich Ihnen gezeigt habe. Das System weist mich immer darauf hin, die Pflichtfelder, die unbedingt verwendet werden müssen, die Versandbedingungen. Versandbedingungen machen wir hier auf Standard. Ja, über solche Werte können eben Prozessvarianten gesteuert werden. Da werden wir jetzt erstmal nicht drauf weiter eingehen. Es fehlt noch die Steuerklassifikation. Und jetzt sollte ich den Debitor anlegen können. Genau, jetzt wurde der Debitor gespeichert. Sie sehen hier unten, der wurde mit der Nummer 25.001 gespeichert. Also die Nummer endet nicht immer auf 000, was Sie vielleicht erwarten könnten, dass die Nummer immer auf Ihren Suchbegriff ändert. Bei den existierenden Geschäftspartnern ist das so. Bei denen, die Sie neu anlegen, wird einfach eine Nummer vergeben. So, und jetzt ist dieser Geschäftspartner angelegt. Wir können ihn anzeigen. Zeigen wir an. Die Nummer wurde schon vorausgewählt. Und wenn ich jetzt hier klicke, sehe ich auch wieder, in welchen Bereichen dieser Debitor angelegt ist. Was ich jetzt gern machen würde, und das ist so ein Thema, über das werden Sie noch ein paar Mal stolpern, ich würde gern für diesen Geschäftspartner noch einen weiteren Vertriebsbereich anlegen. Also ich würde den Geschäftspartner gern erweitern, dass er nicht nur für den Vertriebsbereich Bicycles, also Fahrräder, sondern auch für das Zubehör verfügbar ist. Ja, weil nur, wenn er für den entsprechenden Vertriebsbereich angelegt ist, kann ich den später auch in einem Auftrag für diesen Vertriebsbereich verwenden. Jetzt haben wir den Geschäftspartner eben angelegt. Ich gehe jetzt nochmal raus. Und wir haben jetzt Transaktionen zur Verfügung zum Anlegen, Ändern und Anzeigen des Geschäftspartners. Welche Transaktion würden Sie jetzt wählen, um den Geschäftspartner zu erweitern, um einen bestimmten Vertriebsbereich? Ich gehe mal davon aus, dass 95% von Ihnen die Transaktion im Bereich Ändern verwenden werden.
Ja, aber damit funktioniert das tatsächlich nicht. Wir müssen die Anlegetransaktion verwenden. Warum ist das so? Die Bereiche der Daten, die, wie zum Beispiel die Vertriebsbereichsdaten, also Daten von einem Debitor, die von einem bestimmten Organisationsdatum abhängen, das sind eigene Datentöpfe, eigene Datenbereiche. Und die existieren noch nicht. Also wir wollen den Datenbereich jetzt zu diesem Debitor, das ist unsere Nummer, den wollen wir auswählen. Und ich will jetzt nicht Daten irgendwie den Debitor ändern oder Daten im Vertriebsbereich, in dem existierenden Vertriebsbereich ändern, sondern ich will einen neuen Vertriebsbereich hinzufügen. Ja, den Vertriebsbereich für das Zubehör. Bisher existiert dieser Debitor nur im Vertriebsbereich Deutschland Süd, Großhandel, Fahrräder. So, ich will den Vertriebsbereich Zubehör hinzufügen, das heißt, ich benötige die Anlegetransaktion. Und das gilt auch quer über alle Stammdatenobjekte hinweg, ob das ein Debitor, ein Kreditor, ein Material ist, was auch immer. Wenn Sie ein Stammdatenobjekt erweitern wollen für einen bestimmten Organisationsdatenbereich, dann funktioniert das immer mit der Anlegetransaktion. So, wenn ich das jetzt ausführe, ja, dann sehen Sie eigentlich, ich bin genau in dieser Änderungsmodus. Ich drücke mal Return, dass ich sehe, was ich eigentlich noch anlegen muss. Die Versandbedingungen muss ich hier noch festlegen. Ja. Wir sind jetzt hier bei Zubehör, da machen wir auch die 01. Und speichern wir das Ganze. Ja, und jetzt sehen wir hier die Fehler, die Hinweismeldung. Der Debitor wurde im Vertriebsbereich angelegt. Ja, also der Datentopf für den Vertriebsbereich wurde neu angelegt. Und jetzt hat unser Debitor, wenn wir ins Anzeigen gehen, eben diese beiden Vertriebsbereiche. Was benötigen wir noch an Stammdaten? Wir haben den Kunden. Unser Kunde möchte irgendein Material kaufen, also irgendwelche Waren von uns. Die Stammdaten dazu finden wir auch im Navigationsbaum. Allerdings finden wir ja, die jetzt in verschiedenen Bereichen. Im Vertrieb, unterhalb der Stammdaten, gibt es die Produkte und dort gibt es das Material. Ja, und das Material ist jetzt unterschieden nach zum Beispiel einer Handelsware oder nach einer Dienstleistung. Ja. Außerdem finden wir das Material aber auch im Bereich der Materialwirtschaft. Das Material ist ein sehr zentrales Datenobjekt. Stammdatum Material werden wir in jedem Prozess irgendwie sehen. Und von daher navigiere ich eigentlich normalerweise über Materialwirtschaft, Materialstamm, Material. Ja? Und da gibt es jetzt eben auch das Anlegen und Ändern. Und Sie sehen auch hier wieder, Nomenklatur gilt, Material anlegen ist MM01, Material ändern ist 02, das Anzeigen wäre die 03. Der Unterschied zwischen den Transaktionen ist wieder das unterschiedliche Sichten auf das gleiche Stammdatum, Material gibt. Im Bereich Vertrieb sind eben nur die Daten relevant, werden nur die Daten gezeigt, die für den Vertrieb relevant sind. Im Materialstamm allgemein werden auch Daten gezeigt, die ganz allgemein für ein Material relevant sind. Wir gucken uns jetzt mal ein Material an. Material anzeigen zum aktuellen Stand. Ich benutze das DXTR 1000. Das ist eins dieser Fahrräder, die Global Bike herstellt. Wenn ich dieses Material auswähle, bekomme ich jetzt eine lange Liste von möglichen Sichten. Also im Material gibt es über 20 Sichten. Für uns jetzt erstmal relevant alles das, was mit Grunddaten zusammenhängt, der Vertrieb, ja, und nehmen wir mal noch die Werksbestand, Lagerortsbestand mit und die Buchhaltungsdaten. Na, ich habe jetzt einfach irgendwelche Sichten ausgewählt. Abhängig von diesen Sichten, die ich auswähle, muss ich jetzt natürlich sagen, auf welche Organisationsdatenebene sich das besieht.
Ich habe die Sicht Werksbestand und Lagerbestand ausgewählt. Da muss ich eben sagen, um welches Werk und welches Lager geht es denn. Ich nehme jetzt das Werk HD00 in Heidelberg und das Lager FG00. Ich kenne diese Kürzel schon. Sie kennen die noch nicht. Sie können, wie wir das gesehen haben, in der ersten Fallstudie natürlich zu jedem Zeitpunkt hier die F4-Hilfe auswählen und dann entsprechend auswählen, um welchen Lagerort es sich handelt. Heidelberg für Nichtguts zum Beispiel. So, alle anderen Organisationsebenen lasse ich jetzt frei und dann bekomme ich die Sicht auf das Material. Wie eben gesagt, das Material ist ein sehr komplexes Stammdatum. In den Grunddaten finden wir allgemeine Daten, da finden wir zum Beispiel das Kürzel oder die Bezeichnung, die Mengeneinheit, in der das Material verkauft wird. Das ist bei uns in dem Beispielunternehmen immer Stück. Aber wenn wir uns hier die F4-Hilfe angucken, dann sehen Sie, da gibt es alle möglichen Maßeinheiten, angefangen von Zentiliter über Quadratzoll bis Einheiten Enzyme in Milliliter. Also Sie sehen, das SAP-System ist da so aufgebaut, dass es Prozesse aus den verschiedensten Industrien unterstützen kann. Außerdem finden wir hier auch Informationen, die später zum Beispiel auch nochmal in der Versandsicht sehen werden oder in der Lagersicht. Das Brutto- und das Nettogewicht, das Volumen, sowas ist eben relevant, wenn ich ein Material transportiere oder einlagern möchte. In den Grunddaten 2 gibt es jetzt nichts mehr, was für uns interessant ist. Im Vertrieb, in der Vertriebssicht sehen wir auch wieder Daten doppelt, ne? Die Basismengeneinheit, die Sparte, ja. Und so weiter. Wir können uns jetzt durch die verschiedenen Sichten navigieren und sehen dann eben immer die Informationen. Zum Beispiel in der Buchhaltung sehen wir den Preis des Materials und der Gesamtbestand und damit auch den Gesamtwert. Oder wir klicken jetzt mal ganz zum Ende, den Lagerbestand, ja, auch hier sehen wir jetzt, dass 120 Fahrräder aktuell in unserem Lagerbestand vorhanden sind. Wie sich die Ansicht des Materials ändert, abhängig von den ausgewählten Organisationsdaten, zeige ich Ihnen jetzt auch noch einmal. Ich gehe nämlich jetzt zurück. Wir nehmen wieder das gleiche Material. Ich wähle mir insbesondere wieder die Vertriebsdaten aus, Grunddaten und Vertrieb. Und vorher hatte ich eben jetzt die Verkaufsorganisation und den Vertriebsweg nicht ausgewählt. Das machen wir jetzt. HD00, das ist Deutschland Süd und der Vertriebsweg ist Wholesale. Wenn Sie das jetzt vergleichen mit der Ansicht, wie sie zuvor war, sehen wir jetzt hier unterhalb des Vertriebes eine Vielzahl weiterer Daten. Das sind jetzt Daten, die eben abhängig sind von ausgewählten Vertriebsbereich. Und zum Beispiel finden wir da so Informationen wie aus welchem Werk geliefert wird in Heidelberg oder auch hier diesen neuen Button der Konditionen. Und wenn wir da draufklicken, dann sehen Sie die Konditionen, die jetzt für dieses Material hinterlegt sind. Hier gibt es einfach nur einen Preis von 3.000 Euro für ein Stück. Ja, und mit diesem Preis da gibt es jetzt viele verschiedene Möglichkeiten, wie die Konditionen berechnet werden. Das sehen wir noch. Das sind die Standardkonditionen für dieses Material, abhängig vom Vertriebsweg. An der Stelle nochmal der Hinweis, dass nicht alle Daten, die Sie hier sehen, auch zwangsläufig wirklich im Material gespeichert sind. Zum Beispiel den Lagerbestand, den wir uns hier anzeigen könnten, hier in dem Lagerverwaltung und Buchhaltung, da wurde der Lagerbestand angezeigt. Das sind Daten, die nur an der Stelle angezeigt werden, das sind aber eigentlich nicht Materialstammdaten, sondern das sind zum Beispiel Bestandsdaten. Das Gleiche trifft für die Konditionen zu. Wir können uns hier die Konditionen anschauen, aber die Konditionen sind ein eigenes Stammdatum. Deshalb gehen wir nochmal hier aus der Transaktion raus. Wenn wir jetzt den Navigationsbaum wieder zuklappen, bis auf die Ebene der,
der Stammdaten unterhalb des Vertriebs, also wir sind jetzt hier im Vertrieb, Stammdaten, dann sehen Sie tatsächlich, hier gibt es auch die Kondition. Wenn wir das jetzt die Kondition aufklappen, dann sehen wir wieder unsere Nomenklatur. Alles das, was mit 1 endet, ist Ende des Anlegen, 2 ist ändern, 3 ist anzeigen. Jetzt zeigen wir uns mal die Konditionen an. Wenn ich eine Kondition anzeigen möchte, dann gibt es hier verschiedene Ebenen in den Konditionen. Wir gucken uns jetzt nur den Materialpreis an. Ja, und jetzt kann ich den Materialpreis pflegen für ein bestimmtes Material. Ich nehme jetzt das Material, das wir gerade auch hier hatten, und die entsprechende Konditionsart. Es kann unterschiedliche Konditionsarten geben, das werden wir noch sehen. PA00 ist einfach der Preis. Es gibt ein Gültigkeitsdatum und ich kann mir jetzt überlegen, für welche zum Beispiel Vertriebsweg ich das, für welchen Vertrieb. Aber ich kann mir jetzt überlegen, für welchen Vertriebsbereich ich die Konditionen pflegen möchte. Und als Ergebnis bekommen wir jetzt hier genau den Konditionssatz für diese Konditionsart. Und wir sehen, dass der ab 01.01.2009 bis in alle Zeit gültig ist, einen bestimmten Preis. Ja. Und außerdem sehen wir, dass hier auch keine Staffeln oder irgendwas hinterlegt sind. Das könnten wir an der Stelle noch pflegen. Das werden wir jetzt nicht machen. Konditionen, das sehen Sie auch jetzt auf der linken Seite, können von allen möglichen anderen Datenobjekten abhängig sein. Ich kann zum Beispiel Kunden individuelle Preise vereinbaren, ne? Dass ich jedem Kunden einen individuellen Preis begebe. Und zum Abschluss der Stammdaten schauen wir uns noch die Nachrichtenstammdaten an. Das mache ich auf Folienebene. Bei Nachrichtenstammdaten handelt es sich um Stammdaten, die definieren, wie Unternehmen Informationen zu ihren Kunden schicken. Ja, Informationen zum Kunden können auf verschiedenste Weise gesendet werden. Im einfachsten Fall Post, ja, zum Beispiel eine Rechnung oder ein Lieferschein oder auch als E-Mail. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass es einen direkten elektronischen Datenaustausch gibt, zum Beispiel über XML-Dateien oder sowas wie EDI, also Electronic Data Interchange. Und der Aufbau dieser Nachrichten ist eben mit Nachrichtenstammdaten im ERP-System hinterlegt. Eine einzelne Nachricht, die erzeugt wird in einem Prozess, ist dann wieder ein Bewegungsdatum. Also die Rechnung 4711, die an einem Kunden 1234 für die Bestellung 567 gesendet wird, ist ein Bewegungsdatum. Aber der Aufbau dieser Nachricht, der ist in Nachrichtenstammdaten hinterlegt. Nachrichten werden Sie auch im Praktikum kurz sehen. Da haben Sie die Möglichkeit, wenn Sie einen Auftrag angelegt haben, zum Beispiel diesen Auftrag zu drucken oder eine Rechnung, diese Rechnung zu drucken, und sehen dann so ein Default, so ein Standard-Layout, das das ERP-System erstellt. Normalerweise würde man sowas individualisieren. So, damit sind wir einmal durch die Stammdaten durch. Als nächstes schauen wir uns jetzt die Bewegungsdaten an. Wobei wir für dieses Einführungsvideo nur einen ersten ganz einfachen Schritt machen. Ich werde Ihnen im System einmal zeigen, wie man einen Kundenauftrag anlegt. Und damit haben wir dann für das erste Video eigentlich genug geschafft. Damit wissen Sie alles, was Sie benötigen, um das erste Praktikum durchzuführen, nachdem ich Ihnen gezeigt habe, wie man so einen Kundenauftrag anlegt. Und das machen wir jetzt noch. Jetzt zeige ich Ihnen noch, wie Sie den Kundenauftrag anlegen. Im Rahmen des Praktikums werden Sie eine ganze Reihe anderer Bewegungsdaten anlegen, zum Beispiel eine Anfrage und ein Angebot. Darauf gehe ich jetzt nicht im Detail ein. Die sind alle sehr ähnlich. Die haben etwas weniger Informationen als der eigentliche Kundenauftrag. Ich starte jetzt direkt mit dem Kundenauftrag. So, wo finden wir den Kundenauftrag? Unter der Logistik im Bereich Vertrieb. Ja, da unterhalb Verkauf, da finden wir verschiedene Ordner, wie zum Beispiel Anfrage, Angebot oder eben der Auftrag. Ja, und da finden wir auch die Transaktion VA01 zum Anlegen eines Kundenauftrags. Zum Anlegen des Kundenauftrags müssen wir die Auftragsart angeben. Wir finden hier Terminauftrag. Es gibt eine Reihe von weiteren Auftragsarten.
Genau, ich verwende hier den Terminauftrag. Es gibt eine Reihe von weiteren Auftragsarten. Über die Auftragsarten wird gesteuert, wie der Prozess abläuft. Das sehen Sie zum Beispiel daran, das werden wir noch im Detail uns angucken, aber hier schon mal der Hinweis, es gibt eben auch einen Kundenauftrag Retour. Ja, das ist ein Retourauftrag. Der läuft natürlich deutlich anders als ein normaler Kundenauftrag zum Verkauf einer Ware. So, also was wir hier zuerst verwenden, ist der Terminauftrag. Jetzt muss ich noch den Auftraggeber wählen. Ich wähle diesen, den ich gerade angelegt habe. Bestätige das mit Enter. Und dann wird eine Reihe von Informationen schon vorbelegt, falls ich das richtig gemacht habe. Ich kriege jetzt hier gerade die Fehlermeldung, dass der Auftraggeber nicht vorhanden ist. Das stimmt natürlich. Ich habe hier eine 0 zu viel eingegeben. Ich drücke nochmal Enter. Ja, und jetzt wird festgestellt, dass mein Terminauftrag oder mein Kundenauftrag noch nicht einem Vertriebsbereich zugeordnet ist. Ich wähle jetzt mal den Vertriebsbereich Fahrräder aus. Ich muss eine Bestellnummer eingeben, damit ich den Auftrag später identifizieren kann. Ich nehme das wieder Demo-Vorlesung. Zahlungsbedingungen. Das mache ich mit der F4-Hilfe 001. Und jetzt ist mein Auftrag eigentlich schon fertig. Jetzt muss ich nur noch auswählen, welche Materialien ich verkaufen will. Ich entscheide mich jetzt hier wieder für dieses Material, das ich vorher schon in der Demo gezeigt habe. 5 Fahrräder das mit der Materialnummer DXTA 1000. Ich das jetzt hier mit Enter bestätige. Ja, dann sehen Sie verschiedene Sachen. Zum einen wird jetzt hier ein Gesamtgewicht berechnet, ja, das aus den Einzelgewichten der Fahrräder berechnet wird. Es wird zum Beispiel das Werk vorbelegt, aus dem der Auftrag beliefert werden soll. Ja, und wir finden auch zum Beispiel den Nettowert des Auftrags. 5 mal 3000, wenn Sie sich erinnern, 3000 war der Einzelpreis eines dieser Fahrräder, ja, sind eben die 15.000 Euro. Und ich kann mir das jetzt natürlich noch im Detail angucken. Wenn ich einen Doppelklick mache auf die Position, dann bekomme ich weitergehende Informationen auf der Positionsebene. Das gucken wir uns jetzt erstmal nicht im Detail ein. Und ich könnte natürlich auch weitere Materialien noch hinzufügen. Jetzt weiß ich keine Materialnummer mehr auswendig. Suchen wir mal eine, die auf 000 endet. Ja, noch ein Deluxe-Touring-Bike in einer anderen Farbe. Davon noch 3. Und die sind jetzt auch im Auftrag enthalten. Jetzt sehen Sie, dieser Auftrag hat eben 2 Positionen und er kann mehrere Positionen haben. Ich kann mir jetzt zu jeder Position die Positionsdetails anschauen und ich kann über die Knöpfe hier unten auch weitere Funktionen aufrufen. Ich kann mir zum Beispiel die Konditionsdetails zu dem einzelnen Auftragsposition anschauen. Ja, und da sehen Sie, der Konditionsart PR00, der Preis, den wir in den Konditionen gepflegt haben, ist hier übernommen. Sie sehen auch, dass es verschiedene Konditionsbeträge gibt, die ich ändern kann. Das werden Sie im Praktikum einmal machen, damit werden Sie ein bisschen arbeiten. Details erkläre ich Ihnen dann in der nächsten Vorlesung, wenn Sie sich damit mal auseinandergesetzt haben. Ja, ich speichere jetzt diesen Auftrag. Der Beleg ist noch unvollständig. Was muss ich noch bearbeiten? So, ich muss die Incoterms noch pflegen. Ja. Das ist, ich glaube, Freihaus müssen wir da wählen. Jetzt wird die Fracht neu ermittelt. Und jetzt sollte das okay sein. Und ich kann den Auftrag speichern. Und mein Terminauftrag wurde gespeichert und hat eine interne Nummer, nämlich diese 4 bekommen. So, zum Abschluss zeige ich Ihnen jetzt noch eine Sache. Wir zeigen uns diesen Auftrag nochmal an. Und ein wichtiger Punkt, den Sie im Verlauf Ihres, wenn Sie das Praktikum bearbeiten, immer mal wieder anschauen sollten, ist dieser Knopf hier. Das ist die Belegübersicht. Hier werden Sie erkennen, wie der Terminauftrag durch den Prozess läuft. Ich habe bis jetzt nur einen Terminauftrag, ich habe noch nichts weiter dazu gemacht, deshalb ist das jetzt hier sehr einfach. Aber wenn Sie zum Beispiel zuvor verschiedene Angebote haben,
wenn der Terminauftrag zum Beispiel schon beliefert wurde oder eine Rechnung geschrieben wurde, dann erkennen Sie das alles in dieser Sicht und so können Sie immer sich einen Überblick über den aktuellen Prozessstand verschaffen. So, das war es jetzt erstmal als Einführung. Als nächstes werden Sie das Praktikum durchführen und dann in der nächsten Vorlesung gebe ich Ihnen weitere Details. Und dann gehen wir auf die verschiedenen Punkte, die wir gerade jetzt ausgelassen haben, auch nochmal sehr detailliert ein.